Es ist noch gar nicht lange her, da markierten die Einzylinder mit 700 Kubik bei den ATVs das obere Ende der Fahnenstange. Mittlerweile gilt der Bereich von 550 bis 800 Kubik als Mittelklasse. Mit der Aeon Crossland 600, der Kawasaki Brute Force 750 und der Polaris Sportsman 570 SP haben wir drei sehr unterschiedliche Vertreter dieser Klasse getestet und untersucht, für wen welches ATV das Richtige ist. Mit seiner jüngst präsentierten Crossland 600 setzt der taiwanesische Hersteller Aeon zum ersten Mal ein Zeichen in dieser Hubraumklasse. Mit einem VK-Preis von aktuell 7.599 Euro inklusive deutscher Loftzulassung zählt die Crossland zu den günstigsten Angeboten im Segment der 600er Zweisitzer mit langem Radstand. Aus 565 Kubik entwickelt ihr Einzylinder-Triebwerk 43 PS. Das maximale Drehmoment von 43,6 Newtonmetern steht bereits bei 4500 Umdrehungen an. Mit einem Kampfgewicht von 402 Kilo bringt es die 600er Aeon auf einen Topspeed von 91 km/h und in 7,7 Sekunden beschleunigt sie von 0 auf 70 km/h. Ganz ordentlich sind auch ihre Bremsen. Aus 70 km/h kommt die Crossland 600 bereits nach 30,1 Meter zum Stehen. Bislang gibt's die Aeon allerdings nur ohne sperrbares Hinterachsdifferential, mit dem sie als L7E-Fahrzeug in ganz Europa zugelassen werden könnte. Ein Nachteil ist das auch für das Wenden. Ohne Diff braucht die Crossland 600 dafür rund 7,7 Meter, in diesem Vergleich der mit Abstand höchste Wert. Die Cover und die Polaris benötigen für diese Übung satte 2 Meter weniger. Ärgerlich ist das auch deswegen, weil der Aeon eine Servolenkung fehlt und Richtungsänderungen bei ihr richtig Kraft erfordern, insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten und beim Rangieren. Kontrastprogramm bei Kawasaki. Mit seiner Brute Force 750 EFI stellen die Japaner das schnellste und sportlichste ATV in diesem Bereich. Mit kurzem Radstand ausgestattet und angetrieben von einem Zweizylinder mit 749 Kubik, sprintet die Brute Force in 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Bis 70 km/h hält die nominell nur 49,8 PS starke Cover sogar mit aktuellen Can-Am Outlander 1000 und Polaris Sportsman XP1000 mit. Top sind auch der Wendekreis der Brute Force 750, 5,75 Meter, sowie die Bremsen. Statt zweier Scheiben greift an der Hinterachse eine große Ölbad-Mehrscheibenbremse an, die im Gelände nicht verschmutzen kann. Insgesamt ankert das ATV aus 70 km/h bereits nach 25,3 Metern. Der Haken dabei, abgesehen davon, dass die Ausstattung der Kawasaki mit einem Rundrohrgepäckträger, fehlender Seilwinde sowie fehlender Parkstellung in der Schaltkulisse nicht mehr so recht in unsere Zeit passt, macht sich der Hersteller keine Mühe, seinen Überflieger den europäischen Zulassungsbestimmungen anzupassen. Die deutsche Kawasaki-Niederlassung ignoriert die Brute Force und überlässt den Import ihren beiden Händlern Quadhouse in Niedereschach-Fischbach und Sackstädter in Saarlouis. Allerdings, die beiden machen einen richtig guten Job und bieten das Spaßmacher-ATV inklusive Loftzulassung für rund 10.800 Euro an. Wieder ganz anders gibt sich die Polaris. In diesem Vergleich punktet die Sportsman 570 SP mit dem komfortabelsten Fahrwerk, der rundesten Ausstattung, dem vielfältigsten Zubehörprogramm, den praktischsten Gepäckträgern und nicht zuletzt auch mit dem niedrigsten Spritverbrauch. Vom Gewicht her und der Performance liegt die US-Amerikaner im Mittelfeld zwischen der Aeon und der Kawasaki. Für den Vortrieb ist ein 44 PS starkes, 567 Kubik großes Einzylindertriebwerk zuständig, das von der Schweizer Polaris-Tochter ProStar entwickelt wurde und das die Sportsman in 5,4 Sekunden von 0 auf 70 beschleunigt. Für den Bremsweg aus dieser Geschwindigkeit genehmigt sich die US-Amerikanerin mit 28,2 Metern einen Weg, der genau zwischen den Werten der Aeon und der Kawasaki liegt.
Zu den Besonderheiten der Polaris zählen ihre beiden McPherson-Stoßdämpfer an der Front und ihr On-Demand-Allrad-Antriebssystem. Zu loben ist auch ihr Engine Braking System, EBS, bei dessen Aktivierung das ATV auf Gefällestrecken Schrittgeschwindigkeit hält und auf anschließender Ebene selbstständig zum Stehen kommt. Eine willkommene Unterstützung, vor allem für wenig geübte Piloten. Im Rahmen einer Aktion bietet Polaris die Sportsman 570 SP aktuell für 9.490 Euro an. Ohne Lackierung und mit kleineren Rädern kostet sie als Modell EPS 8.490 Euro und für seine Einstiegs-Sportsman ohne Servolenkung ruft Polaris Germany bescheidene 7.980 Euro auf. Nicht zuletzt ist die Polaris Sportsman 570 das einzige ATV in diesem Vergleich, das wahlweise als deutsches LOF oder mit europaweit gültiger T3-Zulassung erhältlich ist. Den vollständigen Test der drei Mittelklasse-ATVs Aeon Crossland 600, Kawasaki Bruteforce 750 und Polaris 570 SP gibt's in ATV und Quad Magazin 2018 7-10 ab 8. November 2018 am Kiosk.